Ich werde jetzt nach Hause rennen. Hier nochmal speichern. Ich renne jetzt nach Hause. Und dann komme ich wieder. Ich renne so schnell ich kann mit überladenen Taschen. Schneller geht's leider nicht. Ich würde auch Sachen ablegen, aber ich weiß nicht genau, ob die noch da sind, wenn wir wiederkommen. Und ich muss leider immer mit der Maus korrigieren und dann mit W und der Pfeiltaste. So. Gibt's im Spiel Ochsenkarren? Also Pferde sind geplant, soweit ich weiß. Und dass man Händler sein kann, ist geplant. Pferde, also so Ochsenkarren weiß ich gar nicht. Kann ich nicht sagen. Lagerhaus da oben bauen. Macht sogar Sinn. Da würde ich sogar ein Lagerhaus bauen. Das nächste Mal, wenn ich da... Jetzt weiß ich, wo der abgeblieben ist. Wow, was für ein Detail. Okay, interessant. So. Hilft es wirklich gegen die Überpopulation, nur Frauen im Dorf zu haben? Mir geht es gar nicht um Überpopulation. Das Problem ist, dass die Damen, also wenn ich Herren einlade, fallen die Damen halt bald aus. Ne? Die verlieben sich, kriegen Nachwuchs und dann fallen die Damen aus. Und wir haben Kinder, die wir noch in der Zeit ernähren müssen, die aber nicht arbeiten. Also wir haben eine Mehrbelastung, gleichzeitig aber weniger Arbeitskräfte. Das wäre mein Problem in dem Fall, ja. Und da wir noch eine sehr junge Kommune sind, müssen wir da ein bisschen aufpassen. Nachwuchs bringt später billige Arbeitskräfte. Ja, sicher, wir werden auch, also das wird nicht für immer so bleiben. Das ist nur, solange wir ein Startup sind, ja. Ein Medieval Startup, so lange müssen wir noch ein bisschen gucken. Da müssen wir die Mitarbeiter noch schmal halten, die Mitarbeiterzahl. Und später können wir natürlich ein bisschen ausbauen, ja. So. Das Problem ist, wenn ich das nicht machen würde und die einen würden aufhören, auf dem Feld zu arbeiten, aber wir bräuchten gleichzeitig mehr Nahrung, dann würden alle verhungern. Verstehst du? Dann würden die alle verhungern und dann wäre es am Ende meine Schuld. Obwohl ich nichts dazu beigetragen habe. So, deswegen muss ich natürlich ein bisschen drauf achten. Wer kriegt wieder für alles die Schuld? Natürlich. Yours truly. So. Mach doch eine Kickstarter-Kampagne, die helfen doch immer. So, wäre es nicht sinnvoller gewesen, erst Männer einzustellen? Oh, das ist aber jetzt sexistisch. Das ist jetzt aber, aus welchem Grund wären Männer denn besser gewesen? Was hätten die denn besser gemacht? Ich frag nur. Jetzt bin ich gespannt auf die Erklärung. Oh. So. Schwierig. Simp. Infi, du weißt gar nicht, was Simp ist, offenbar. Bevor du inflationär mit dem Begriff um dich schmeißt, informier dich vielleicht erstmal. Und ich kann dir versichern, die Damen in meinem Dorf streamen nicht. Die sind auf dem Feld. Wo bin ich hier? Ich bin ganz woanders hingegangen. Oh, wir sind erst hier. Oh, FML. Okay, warte. Sie können nicht schwanger werden. Ach so, ja, die Kinder kommen ja einfach vom Himmel gefallen. Stimmt ja. Habe ich ja vergessen. Gut, gut, dass du Fehlinformationen verbreitest. Das ist sehr wichtig. Das hilft Streams auch immer weiter. Oder Streamern mal spielen. Das ist immer das Wichtigste. So. Er meint die Männer. Ach, die Männer können nicht schwanger. Ja gut, das ist jetzt aber... Oh, puh. Oh, gleich mal Twitter Bescheid sagt. Nee, ernsthaft.
Ich hatte ehrlich, keiner kann so gut Mansplaining wie Männer. Ja, deswegen heißt es ja auch so. Ich erkläre euch das mal, liebe Frau. Ne, pass auf, was ich sagen wollte. Die Ursache ist, ja, die Ursache ist, ich wollte gar kein Dorf voller Damen haben. Eigentlich wollte ich die Liebe finden. Ich war auf der Suche nach der Liebe. Ich habe Videobeweis, ja. Ich war auf der Suche nach der Liebe. Und dann hatte ich endlich hatte ich dann eine Dame für uns gewonnen. Und dann machte mich der Chat darauf aufmerksam, dass das die ganz falsche Dame ist. Ich habe sie verwechselt in meiner Liebtrunkenheit, ja. Und die war leider etwas, sie war betagt. Und somit war das die erste Dame bei uns im Dorf. Betagt, ja. Arbeitet dort ihr Gnadenbrot ab. Und daraufhin habe ich natürlich die Dame unseres Herzens beziert. Ja, und so hatten wir die ersten beiden Damen bei uns im Dorf. Und so ist es gekommen. Das war nie geplant. Und jetzt haben wir halt ein Dorf voller leistungskräftiger Frauen, die jeden Tag auf dem Feld arbeiten. Oh, warte mal, wir haben ja einer noch gar nicht zugewiesen, ne? Die wohnt da jetzt und ist faul. Ich muss mal kurz gucken. Nee, warte, ich geh erstmal kurz den Lehm wegbringen. So. Geh erstmal kurz hier alles einlehmen. Oder warte, ich bring ihn erstmal hier hin. Wie viel haben wir denn jetzt? Ton 50, oh nice. So, ich will mal kurz was gucken. Kohlensäuregetränke. Niemand da. Es ist einfach niemand da. Du kriegst die Scheißerei bei der Arbeitsmoral hier. Du kriegst die Scheißerei. Also ich bin ganz ehrlich, das ist... So ein versifftes, faules Dorf. Weißt du, ich muss nachts mit Wölfen rumkämpfen. Schleppe 50 Kilo Lehm auf meinem eigenen Rücken hier, schwitzend, durch die Nachmittagssonne. Und die kriegen ihren Arsch nicht mal nach draußen, so ein paar Samen auszutragen. Damit wir vielleicht mal was zu fressen auf dem Tisch haben. Ja, da haben die Feierabend gemacht. Ach, der Alte ist eh nicht da. Tschüss. So, bewegt euren Arsch hierher. Aber zackiger Loppi. Hier wird nicht getrödelt. Raucherpause ist auch nicht. Sag mal. Jetzt steht ihr da in einer Kiste rum. Meinst du, ich sehe dich nicht? Ist er? Sekunde. Nicht die Frauen anschreien? Da mache ich keinen Unterschied, ja? Da mache ich ja keinen Unterschied. Wer hier wohnen will, muss arbeiten. Das geht so nicht. Wir sind hier eine Kommune, ja? Wer in der Kommune seinen Arsch einfach nur den ganzen Tag auf dem Sofa navigiert, der hat aber nichts verloren. Der kriegt auch nichts zu fressen. Das ist einfach so. Das geht nicht. Jeder muss hier für jeden arbeiten. Und dann kann ich sowas nicht gebrauchen. Das da. Das. Entschuldigung. So läuft das nicht. Eine Sekte. Nein, die müssen ja nichts glauben, die müssen nur arbeiten. Ich meine, guck mal. Ist das eine Arbeitsmoral? Ja, Rosalind, was soll denn das? 18 Jahre. Mit 18 versteht man das doch schon, oder? Ich schwöre, die hat vorher noch nie gearbeitet. Noch nie. Die ist 18, ja? In einer Zeit, wo du normalerweise mit 6 schon im Kohlewerk arbeitest. In so einem Kohleschacht. Weil du da durchpasst, die Erwachsenen nicht. Ja? Und jetzt guckst du sie einfach an und die soll einfach so ein bisschen so Samen auf dem Feld. Ganz ehrlich. Also, nee, da gehe ich jetzt. Ich habe mal eine Frage. Die steht da jetzt auch nur rum, ne? Ich guck nochmal beim Management. Rosalinda war das gerade, ne? Rosalinda ist einfach, die ist faul. Sie will YouTuberin werden. Willst du sie nicht darin unterstützen? Unser Dorf hat noch kein Glasfaser. Da können wir nichts machen. Das geht leider nicht. So, okay. Die ist vom Betriebsrat. Zuneigung 0. Die soll keine Zuneigung haben.
Kannst du dich ein bisschen bewegen. So, Philibert hat nichts zu tun, ne? Wie wär's denn, wenn wir Philibert in den Steinbruch schicken? Nee, weißt du was? Ich schick Rosalinda in den Steinbruch. Ich guck mal kurz, wen ich... Wer ist denn hier Steinbruch? Bei diesen Icons kann ich mal zwei... Nee, Philibert muss in den Steinbruch, leider. Die hat schon drei. Die muss in den Steinbruch. Leider. Hilft nix. Philibert, ab in den Bruch. So, Arbeitsplatz zuweisen. Haben wir denn schon sowas wie einen Steinbruch? Müssen wir nicht erstmal was aufstellen dafür? Scheune, Schweinestall. Wie schicke ich Leute in den Steinbruch? Schmiede? Dafür muss ich erst hinten was bauen, ne? Bestimmt irgend so ein Minending. Sag mal, hat Gronkh eh nur Frauen oder was? Ich hab doch gerade erklärt, warum. Ich hab doch gerade. Brauchst eine Mine, habe ich mir gedacht. Okay. Ja, da müssen wir erstmal eine Mine bauen. Okay. Schwein gehabt. Okay, schaffst du das heute noch? Der Kohl muss bis morgen, ne? Also, ganz ehrlich. Es tut mir wahnsinnig leid, aber deine Co-Arbeitskraft, die ist halt echt. Gustava, das tut mir wahnsinnig leid. Und wir wollten noch ein Schwein kaufen. Ich wollte noch Flachs verkaufen, ne? Flachssamen wollte ich noch verkaufen. Da steht die da und fächelt sich Luft zu. Ich glaube, die will wirklich YouTuberin werden. Zutuberin. Hast du schon Little Nightmare 2 gesehen? Wir haben die Demo schon gespielt. Hier im Stream haben wir die Demo schon gespielt und hochgeladen auf dem Gronkh TV-Channel. Und es ist so gut einfach. Ich liebe Little Nightmares. Oh, das ist... Oh. Das ist für mich ein... Ich finde, Tim Burton hat nicht nur geile Sachen gemacht, aber ich liebe Tim Burton trotzdem. Diesen Stil, diesen... Und es ist einfach genau das. Und oh, diese Atmosphäre, die Musik, alles einfach. Oh, ich liebe Little Nightmares. Das ist, ich wünschte, die würden noch viel mehr machen. Nichts spoilern. Ich habe nichts gespoilert. Ich sage nur, geil. So, jedenfalls. Wir wollten eine Mine bauen und wir wollten Lehm noch holen, ne? Ich würde vielleicht nochmal schnell... Ja, komm, die Mine können sie auch im Herbst arbeiten. Ich geh mal kurz weiteres Lehm holen. Ja, ja. Kingdom Come Deliverance ähnelt diesem Spiel hier überhaupt nicht. Höchstens in der Grafik und in der GUI. Aber ansonsten, die Spiele ähneln sich gar nicht. Also wirklich gar nicht. Das hier ist mehr mit Aufbau, ne? Wir bauen da hinten unser eigenes Dorf, müssen Leute rekrutieren, zuweisen, selber auch Survival betreiben und so weiter. Das hier ist eine Mischung aus... Ja, RPG-Anteile sind auch drin. Es gibt schon Quests, aber die sind jetzt nicht so im Vordergrund, sondern mehr so dieser, oh, ich lebe im Mittelalter, ich muss total realistisch survivalen, indem ich 10 Wiesens töte, 3 Wolfsrudel esse und Leute in die Mine schicke. So, insofern. Bevorzugt 6-Jährige, weil die kommen in die engen Minenschächte. So, oh, die Musik. Na, ha, ha. So, jemand hat hier alle Beeren entfernt. Finde ich eine Schweinerei. Ich wollte Flachs verkaufen. Scheiß auf die Beeren, ich gehe jetzt Lehm holen. Beeren kosten uns einfach zu viel Zeit. Wir müssen das mit dem Flachs durchziehen. Oh, die Musik, ne? Oh Gott. Diese Elder Scrolls Musik. Die hat einfach so eine Sehnsucht. Oh, da hat jemand wieder eine Quest für uns. Und ich liebe das einfach. Ich liebe das. Boah. Ich könnte den ganzen Tag... Also ich mag verschiedene Musikstile. Blablabla, da gibt es halt viele. Nicht nur einen und so, ne? Es gibt ja viel, was man mag. Aber so diese Art von Musik, diese Medieval-Musik, das ist einfach... Oh, ich liebe das. Ich habe damals auch mal Clannad rauf und runter gehört. Rauf und runter. Könnte ich immer noch machen. Aber Tati hört lieber DJ Bobo. Sie hat Kopfhörer auf, ich kann sagen, was ich will. Und ihr müsst das dann glauben. So, warte. Wo ist denn der Weg? Da ist der Weg. So.
Wenn du erstmal auf Flachs bist, hast du bald nur noch Freunde, die auf Flachs sind. Ja, wahrscheinlich. Ich steige aber auch in Flachs-Dealerei ein. Ich will das ganz groß machen. Ich will auch Flachs im Prinzenpark verkaufen. Und auf Schulhöfen. Ich werde, also den Flachsmarkt werde ich, ich werde ihn von unten auf, werde ich ihn dominieren. War das nicht hier, wo der Wagen durchgebrochen ist? Ich wollte nochmal gucken. Ja, hier, warte. Speicher mal. Vorsichtshalber. Trinkschlauch. Ne, habe ich genug. Und sonst? Eine Haube. Naja, kann man mal unter die Haube kommen. Ist das einfach, was mir da... Oder eine Haubitze. Oh, hier sind Sümpfe. Okay. Hier aber noch ein Rad irgendwo, ne? Hier, ne, Stein. Hölzernes Rad kann ich mitnehmen? Ich hab... Und da ist noch was. Münzen. Eisenbolzen. Was ist denn hier los? Richtiger Kriegsschauplatz. War hier noch was? Die wurden einfach überfallen. Okay. Ich guck mal kurz beim Sumpf, ja? So. Hier war ich, glaube ich, auch noch nicht. Müsste es beim Sumpf nicht auch irgendwie viel Lehm geben? Theoretisch? Wäre das nicht ein guter Spot, um ein paar Lehmgruben... Ja, offenbar nicht. Na gut. Tschüss. Gronkh, hast du Beine? Nee, ich habe direkt an meinem Rumpf habe ich mir bionische Räder annähen lassen. Ich habe mir irgendwann in den 10 Jahren habe ich mir die Beine abnehmen lassen, weil ich auch immer zu faul geworden bin, die Beine zu benutzen. Die sind eh nicht in Bewegung, also höchstens mal vom Bett zum Klo oder zum Rechner. Dann habe ich mich also abnehmen lassen, weil ich hatte keine Gefühle mehr drin und habe dann einfach nur noch Räder jetzt. So. Streamer haben weder Beine noch Hosen. Das ist richtig. Ich sag... Was macht... Was ist denn ein Wolf da hinten? Habt ihr den Wolf gerade gesehen? Da sind 2 Wölfe. Oh, die werden uns fertig machen. Es sei denn... Wir müssen mal gucken, wie die genervt wurden. Die Speere. So, das kann man ja easy machen. Kann man ja easy machen hier. Guck mal, Rundholz, Rundholz. Rundholz, Rundholz. Dann machen wir schnell Crafting. Ein paar Speere und los geht's. Da, 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 da. Hörst du dir eigentlich überhaupt noch selber beim Reden zu? Ich will ja nicht verdummen. So, okay. Ah ne, die waren auf der 8, ne? Hölzerner Speer aus irgendeinem Grund auf der 8. Und der Wolf ist weg. Speicher trotzdem nochmal. Wow, die Wölfe sind echt... Da kommt er wieder angelaufen. Der wird gleich hinter mir her sein. Mich nicht gesehen haben. Ja, okay. Na gut. Ich habe mich jetzt auf ein episches Battle... Ich kann die Bretter auch mitnehmen? Was ist denn mit dem? Ist der tot? Gut. Ich beruhige mich besser wieder. So, Leder. Uhrenkopf! Du Wahnsinnigen! Dankeschön, lieber Uhrenkopf! Vielen Dank! Schon wieder! Schon wieder! Ich weiß gar nicht, wie viel es... Demütigst! Demütigst, lieber Uhrenkopf! Inzwischen demütigst! Ich glaube, der Uhrenkopf hat den Channel hier schon gekauft inzwischen. So kommt es mir zumindest vor. Okay, sag mal, ist das Leben auch wieder alles... Nee, doch nicht. Aber wie viel noch? So, warte. Heilige. Bald 4-stellig. Der ist schon, also der Uhrenkopf ist längst über 4-stellig hinaus. Längst. Das ist, selbst das Overlay zeigt immer nur die letzten 30 Tage an.
So. Du bist käuflich, gut zu wissen. Oh, hallo. Willst du deinen nackten Körper mit mir einreiben? Okay. Die Gronkh AG. So. Okay. Da ist noch mehr Leben. Hier ist Überleben. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Also wenn ihr irgendwann einschaltet und der Uhrenkopf streamt hier, dann wisst ihr Bescheid, ne? Dann wisst ihr aber Bescheid. Zahlst du nicht Steuern auf die Spenden? Ja klar. Hä? Wie sind's? So. Okay, alles gut. So. Prost. Ich habe trotzdem immer Angst, dass mich gleich irgendwas angreift. Ach, das sind die da hinten, ne? Ich höre deren Schritte, glaube ich. Okay. Ich kann aktuell die Speere noch nicht einschätzen. Wir müssen zwischendurch wieder auf Jagd gehen, dass ich die Speere wieder ein bisschen schätzen kann, wie viel Speere ich pro was brauche zum Beispiel. Bei den Wiesen waren vorher zwei, aber wenn die Speere jetzt runtergestuft wurden und die Wiesens hochgestuft wurden, ich habe keinen Bock, dann natürlich 10 Speere reinzuballern, dann würde ich doch auf den Bogen umsteigen. Ich finde es komisch, dass ein Bogen, so ein Pfeil hat einen Steinkopf natürlich, stimmt schon. So. Okay, habe ich alles mitgenommen? Bin schon wieder überladen, natürlich. So, hier gibt es noch Beeren, die könnten wir verzehren. Ich glaube, das war's, ne? Nochmal speichern. Let's go. Oh, ich habe Caps Lock gedrückt, glaube ich. Ja. So. Muss gerade vorsichtig sein. Was? Erik? Erik ist nicht so wie wir. Drum Spendenkonto 114. Was? Was? So, wieso ist die Subscription bei Handy teurer als am Rechner? Wegen Apple. Nur wegen Apple. Weil Apple auf alles 30% erhebt, was am Handy verkauft wird. Auf alles. Du kannst deinen Körper über Handy verkaufen, auch 30% an Apple. Auch deines Körpers. Nicht nur vom Preis. Heute ein sehr körperlicher Stream. So, ich hoffe, der Wolf kommt jetzt nicht. Sonst habe ich ein Problem. Das ist ein Stein. Gut. Und ich denke immer, dass die Musik vom Spiel ist. So. Auf Android weiß ich nicht. Auf Android... Ah, Android leider genauso dumm geregelt. Bei Android kenne ich mich nicht aus. Kann ich euch nicht sagen. Wie gesagt, ich bin nicht aus Überzeugung bin ich bei Apple oder ne, bei iPhone, sondern einfach nur, weil ist halt schnell, ist bequem, fertig. Ich muss mit der Uhr nichts rumdoktern oder mit dem Phone muss ich nichts rumdoktern. Soll funktionieren. So. Okay. Ich liebe es, meinen Körper mit Apple einzureihen. So. Ja, Marv, Entschuldigung! Entschuldigung, lieber Marv! Da, ja, ich hab nur mal diesen Output, aber ganz ehrlich, das Stream gestern war nur 3 Stunden. Das hast du während einer Zeichensitzung. Wahrscheinlich bei dem Stream 3 fertige Comics. Boah, wie schön das hier gerade aussieht, ne? Fast so schön wie deine Comics, Marv. So, du hast Hunger und Durst, nicht sterben. Alles gut, ich bin das gewohnt. So. Ich gehe mal gleich was trinken. Oh, schön. Hier kann man auch super ein Dorf hinbauen. Location ist nicht so geil, aber die Aussicht wäre super nice. Ja gut, hier kriegt man keine Häuser hingebaut wahrscheinlich, aber die Location ist super nice.
So. Ding. Slimer, alles gut, alles gut. Bedanke mich, viel, viel Dank. So, und Nummer 1. Nummer 1 Zootuber. Lieber Zootuber, auch dir viel, viel Dank. Was? Ein ja, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, damit würde ich eher nicht rechnen. Würde damit eher nicht rechnen. So, warte, wir sind wieder bei der ersten Brücke, ne? Ja, okay. Und Meldarnor, danke, Meldarnor, danke schön. Viel, viel Dank. Uhrenkopf-Channel. Wird sich sicher aussehen. Schön. Ach, schön. Das waren noch gute Zeiten, wo ich ja selber gestreamt habe. So, Unix ist best. Auch dir noch viel, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Stimmt, das bist du gewohnt, dass du knapp vor deinem Haus stirbst. Das ist richtig. So, ich trinke jetzt Flusswasser und zwar flussabwärts trinken. Dass das Wasser durch die Füße gegangen ist, ja? Nur dann sind da genug Nährstoffe drin. Wichtige Spurenelemente. Oh, ist das schön einfach. Ich würde hier halt original gerne selber rumlaufen. Vielleicht nicht zu Zeiten des Mittelalters, schwierig. Aber so generell schön. Ich glaube, das ist dieses draußen. So. Fußspurenelemente. Oh, ich möchte mich am liebsten mit Spurenelementen einreiben. Oh, Entschuldigung. So. Okay, wir müssen den Stream leider beenden. Michael Rosenfan muss morgen früh raus. Wir müssen den Stream leider beenden. Tut mir leid. Schade. Naja. Tschüss. Okay. So. Mhm. Was? Ich will mich jetzt nackt ausziehen und mich mit Gronks Fußwasser einreiben? Das nimmt langsam ganz merkwürdige Form an, das wisst ihr selber, ne? So. Kann man die Handkarren am Wegesrand nicht verwenden? Leider nein. Das geht leider nicht. Charakter ist zu doof. So, Handkarren. So, als nächstes baue ich eine Mine. Gronkh, bitte bedenke, dass diese Leute haben Sex, während sie es schreiben. Oh nein, nicht das Thema wieder. Nicht dieses völlig absurde und skurrile Thema wieder. Mit der Tastatur auf dem Arsch irgendwie gerade. Damit man auch mitchatten kann. Das ist alles ganz schwierig. Alles ganz schwierig. Das bin ich... Ah, raus aus meinem Kopf. Einfach nur raus. So, bin ich überhaupt noch richtig? Ja, Gott sei Dank. Ah. Daher also diese ganzen Tippfehler. Ich glaube. So. Toll, jetzt kann ich nicht mehr schlafen. Wieso, bist du jetzt geil, oder? Okay, okay, gut. Ich gehe einfach. So, ich habe eine Frage. Wenn ich bei Medieval Dynasty, ja? Wie schreibe ich das jetzt freundlich? Ist er auf Twitch? Es ist 21 Uhr. Wenn ich bei Medieval Dynasty meinen Lulu in eine Mumu gehalten habe, ja? Und wir sind in freudiger Erwartung. Wie lange dauert denn das, bis die freudige Erwartung rum ist und die Erwartung da? Was? Was ist mit deinem Twitter? Ich hab doch nicht gesagt, du magst DJ Bobo. Hä? Oh, 3 Jahreszeit. Oh, dankeschön, dankeschön. Hä? Die Pan beschuldigt mich gerade. Ich würde sagen, dass sie DJ Bobo mag. Erstens ist DJ Bobo natürlich voll cool, das wissen wir alle. Und zweitens mag Pan voll DJ Bobo. Schick dir doch mal einfach YouTube-Links zu DJ Bobo-Videos. Was? So, Aratim, dankeschön, Aratim. Vielen Dank. So, was magst du für Musik? Oh, vieles. Aber wie ich schon gesagt habe, ich mag so gerne sehnsüchtige Medieval-Musik zum Beispiel, mag ich sehr gerne. So. Neulich... Alter, ist es nicht wahr, ne? Ich meine, die Rosalinda steht hier immer noch in der Truhe. Alter, willst du mich verarschen, Frau? Okay, Flachs... 57 Flachs haben wir noch drin. Wir haben 400 Flachssamen. Davon würde ich 300 gerne verkaufen.
Okay, ich gehe mal kurz gucken, ist das Feld fertig gemacht? Ich will nur mal wissen. Warte mal kurz. Ist komplett fertig gemacht. Boah, nice. Das wird viel zu viel Kohl. Ich muss was essen. Ja, ist gut. Ich schmeiß den Leben ganz kurz hier rein, ne? So, warte, warte. 3 Jahreszeiten. Ach, Jahreszeiten. Nicht Tage, sondern 3 Jahreszeiten. Okay, dann müsste nächste... Dann ist ja nächste Jahreszeit eigentlich schon soweit, oder? So, Ton. 26 nur? Rosalinda! Kommt das Stream von gestern auf YouTube? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil ich Medieval Dynasty noch von Anfang an raushauen wollte. Und das gestern war der 5. Medieval Dynasty Stream und die ersten 4 würden auf YouTube fehlen. Das wäre irgendwie so ein bisschen komisch. Wie wird dein Erbe getauft? Weiß ich noch nicht. Da habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht überlegt. Hölzernes Rad 0,5. Tue ich auch mal hier rein. Weidenkorb tue ich auch mal hier rein. Ich weiß nicht, wofür es gut ist. Haube kommt in die Näherei. Könnte ich anziehen, ne, glaube ich, aber ich wüsste nicht wofür. Zonk. Gork. Oh ja, Gork. Oh. Boah, das Spiel macht so viel Spaß mit Tobi, ne? Das macht so viel Spaß. So. Stock. Stock ist drin. Salz, Stein, Stock. Die Dame ist dann für 2 Jahre mit dem Kind beschäftigt. Ja, deswegen sage ich ja, deswegen hole ich halt keine Männer ins Dorf, weil... Der Grund ist nicht Eifersucht. Warte, ich geh nochmal kurz da rein. Royaler Frank ist ein ehrwürdiger Erbe. Für wahr? Das ist absolut richtig. Hm. Aber der royale Frank hat doch jetzt einen neuen Stream angefangen bei, wie hieß das nochmal? Nicht Mixer, sondern, oh, wie hieß das nochmal? Wie ist die Plattform? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Verdammt, das hat so diese Blender, genau, bei Blender. Bei Blender. Alter, dieses Spiel, ne? Darf ich bitte dein Haustier sein? Das war ganz mehr... Nicht OnlyFans, was ist los mit euch? Was ist denn... Wahrscheinlich, weil der Funk so eine Sexerscheinung ist, sein ganzer Chat wahrscheinlich immer voll mit, wann machst du endlich OnlyFans? Huch! Oh, Sam Mum, danke. Oh, Sam Mum. Oh, der Name alleine schon. Lieber Sam Mum, erstmal. Ein sehr guter Name. Grüßen Sie Corporal, den Corporal von mir. Lieber Sam Mum, danke schön. Und ich habe vergessen, was anzuschalten. Oh, warte mal. Kann ich kurz raus? Ja. Ich schalte mal kurz was an. Sekunde. So, spielst du das eigentlich mal wieder, das Blender-Spiel? Ich abonniere sie mit einer gestohlenen Kreditkarte. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. So. Medieval Dynasty Epic Clicker Edition 4.2. Jetzt... Ich konnte es nicht lesen. Oh, um Gottes Willen. Die Clicker Edition. Boah, das Spiel war aber so gut, ne? Das Spiel war so gut. Also das Nicht-Spiel war so gut. Wo ist Captain Karotte? Corporal Karotte, bitte. Corporal Karotte. Ach ja, ich wollte was essen. Und ich hatte ich hier nicht die Suppe drin? Fleisch mit Soße? So. Nein. Ich mach 3. Ach, Alter, ich drück immer E. So. Dann 3 Fleisch mit Soße. Wo sind die? Haben wir gegessen. Dann noch. Wir haben 77 Ton. Das ist sehr gut. Ich würde erstmal 20 mitnehmen. Oder weißt du was? Komm, der Weg ist nicht so weit. Ich nehme 30 Ton mit. 30 Ton. Und noch 30 Stroh. Aboku, dankeschön. Vielen Dank. Ich spiele mir dieses Zootuber-Spiel nochmal. Oh, ich weiß nicht. Ich habe Angst, dass ich da wirklich wieder die ganze Zeit nur Müll suchen muss. Spanferkel essen und streamen. Das war furchtbar. So, Tarox. Auch dir dankeschön, Tarox. Vielen Dank. Dankeschön. Ich weiß noch nicht genau. Ich weiß noch nicht genau, ob wir das mal spielen. Ich hatte das Gefühl, wir machen da keinen Progress. Wir haben uns zwar langsam eine kleine Community aufgebaut, aber... Okay, die ist mega festgebackt. Die ist mega festgebackt. So... Elsholz! Immer noch verrückt nach dir. Oh, das war so schön, ne? So ein schönes Lied. Das wird auf so wenigen Hochzeiten gespielt, leider. Schade, verstehe ich nicht.